Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind in unserer modernen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Das Abwasser wird über die Kanäle gesammelt und den Kläranlagen zugeführt. Sind die Kanäle schadhaft, so kann bei hohen Grundwasserständen aber auch Grundwasser in die Abwasserleitung gelangen. Dies nennt man Infiltration. Für diese Belastung ist das Entwässerungssystem jedoch nicht ausgelegt und wird überlastet. Für die Abwasserentsorgung ergibt sich daraus ein erheblicher Mehraufwand. Dies wirkt sich wiederum auf die Abwassergebühren aus. Die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung des Abwassers liegt aber nicht nur bei der öffentlichen Hand. Laut Gesetzgebung ist jeder einzelne Grundstückseigentümer der Betreiber und damit auch verantwortlich für seine privaten Entwässerungsanlage. Diese besteht aus den Grundleitungen und der Anschlussleitung. Aber unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben ist der Grundstückseigentümer daran interessiert, dass seine Entwässerungsanlagen störungsfrei funktionieren. Durch Undichtigkeiten kann es zum Rückstau bis in den Keller kommen, im schlimmsten Fall bis zur Straßenoberkante, der sogenannten Rückstauebene. Damit so etwas nicht passiert, müssen öffentliche und private Leitungen regelmäßig kontrolliert und, falls erforderlich, saniert werden. Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage ist die Inspektion mit einer Videokamera. Bei der Kamerabefahrung werden Videofilme aufgezeichnet, aus denen ein Fachmann den Zustand des Kanals erkennen kann. Bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser werden einzelne Leitungsabschnitte einer Druckprüfung unterzogen. Dazu werden sie separat mit Absperrelementen verschlossen und mit Wasser befüllt. Jede Leitung muss dann einen vorgeschriebenen Wasserdruck eine bestimmte Zeit lang halten. Wurde die Dichtheitsprüfung nicht bestanden, muss saniert werden. Die Sanierung ist Sache des Grundstückseigentümers und muss von ihm organisiert und finanziert werden. Der örtliche SHK-Betrieb kann mit der entsprechenden Sachkunde ein geeigneter Ansprechpartner für die erforderlichen Maßnahmen sein. Eine kostengünstige und saubere Alternative zur aufwendigen Sanierung der undichten Grundleitung ist deren komplette Stilllegung. Unter der Kellerdecke wird dann eine neue Sammelleitung abgehängt. Sollten sich Entwässerungsgegenstände im Keller befinden, kann deren Abwasser mit Hebeanlagen in die neue, höher liegende Leitung gepumpt werden. Auch im Rückstaufall gewährleisten Hebeanlagen die Entsorgung des Abwassers aus dem Gebäude. Der Einbau von Hebeanlagen bietet einen wirksamen Schutz vor Rückstau und sichert ihr hochwertiges Inventar vor Wasserschäden.